Es war damals im Feriencamp. Oh mein Gott. Da hat der Leiter die Pferde gebankt. Es war schlimm und jetzt hab ich ein Trauma. Als ich merkte, dass er keine einzige Frau war. Damals im Ferienlager, Gegenteil von wunderbar. Als ich merkte, dass hier tatsächlich nur Jungen waren. Peter, der Verräter, wollte mich dann zu den Chicks bringen. Aber der verdammte Weg führte mich zur Pissrinne. 5 Minuten später trat ich gegen Einstein. Großer Zeh gebrochen und die Fresse voller Ameisen. Ja, auch die Krankenschwester, sie war ein Mann. Er hieß Jane, sah aber aus wie Tarzan. Und auch wenn man ihn im Urwald oder Zoo sieht, mein Zeltnachbar hieß nicht umsonst kleiner Mokli. Als er beim Frühstück saß, aß er nicht Marmelade. Er kratzte sich am Kopf und aß dann seine Haare. Der Rest der Bande wurde von mir gar nicht wahrgenommen. Beim Holzschnitzen saß ich neben Udo mit dem Parkinson. Was nicht schlimm war, bis er dann mein Arm beschnitt. Wahnsinnig, jetzt der Leiter spritzte sich das Rattengift. Es war damals im Feriencamp. Oh mein Gott. Da hat der Leiter die Pferde gebankt. Es war schlimm und jetzt hab ich ein Trauma. Als ich merkte, dass er keine einzige Frau war. Ist das nicht toll, die Ferien beginnen. Ab ins Feriencamp mit anderen hässlichen Kindern, die einfach nur grinsen. Ohne Grund, einfach nur grinsen. Ey, weißt du, Opfers hab ich früher ins Zelt gepisst. Scheißegal, ob er grad noch am Pennen ist. Einfach behindert, Mann. Die Morgenaktionen waren wie Schule, da bin ich meistens nie hingegangen. Kacke, wenn man 12 ist und den Alkohol braucht. Aber Gott sei Dank sieht Bier wie Apfelsaft aus. Ich hörte nur SAV für die Kids, seine Folter. Mein Sperma ist so hart, wenn ich spritze, dann poltert. Voll Spaß, der ist gerade voll und geht über Stock und Stein mit seinem Bass, der kickt. Also ciao, ich muss schnitzen, klettern und so. Und dann spann ich nur ein bisschen bei dem Mädchen im Klo. So, dann wollen wir doch mal schauen, ob die Eulen was drunter haben, oder? Es war damals im Ferien.